1. November 1979. Der Rapid-Anhang, der mit seinem Club überall hinreist, kommt auch mit einem 70-Mann-Bus zum eher leichten Cup-Spiel seiner Grünen nach Hannersdorf im Burgenland. Und wir sind da außer, ne, mit den Wirbeln. Das war alles in Ahn, ne, und das angefangen hat es mit denen auf der Straße, ne, mit den Autos. Ne. Das ist von der Masse, was am Platz gekommen ist, so aufgehalten worden. Ja. Ja, und der war natürlich aufgeregt und so, ne, warum lässt es mich nicht durch. Ne. Ist außer, hat nicht viel gefragt. Ne. Ist hinter den Kofferraum gerannt und hat den Vorschlaghammer rausgeholt. Ne? Und ein Freund von uns ist nachher da zum Zaun her. Ne? Und der hat nicht mehr anders hingehen, weil rund um den Dummlattel war. Und der hat wohl auf den Fall hinhauen. Ne? Zum Glück ist dann der Zaun gebrochen, ne? Und hat ihn nicht getroffen. Ja, dann sind von uns, also die sind dann zur Hilfe gekommen, sind da hergestürmt. Das hat sich dann alles da angespielt beim Zaun. Und die Bauern sind da hinten zurück. Ne? Ja, und da war nachher auch frei und dann haben sie da die Holzschellen geholt. Ne? Und wie wir die gesehen haben, natürlich, die holen sich Holzstücke, weiß nicht, wie man es sehen. Nee. Und die haben solche Holzprügeln genommen, ne? Sind dann uns bis auf zur Brücke, sind uns nachgerannt. Ne? Und von unserer Partie ist natürlich keiner interessiert, dass er sowas am Kopf kriegt. Ne? Und dann ist eigentlich Gendarmerie gekommen, nicht? Und seine Freundin, die hat da, also ist mit so einem Stück getroffen worden. Ne? Oder, mit so einem ist dann getroffen worden. Na, ich hab gesagt, sperrt es ein, dein Kerl, was ist ja sonst nichts? Das ist ein schlechter Teufel gewesen. Der hat mit dem Vorschlaghammer hat er auf den Hieb. Na, geh, sei mir nicht besser. Da war zum Glück, ist der Bauer dann wird rausgekommen sein und wird dir mit dem Vorschlaghammer hingehauen. Haben das doch lächerlich. Auf den haben sie gehauen, der was am Gaden gehängt ist. Auf alle Fälle habt ihr euch benommen, das war... Und Sie waren damals auch dabei? Kommen Sie näher. Ja, ich war drüben. Na ja, gut, ich war beim Schwager da drin, in der Wohnung drin, in der Küche waren wir drinnen. Ne? Und da waren wir mal schreien gehört, mein Spiegel hat ausgeschaut und hat gesagt, da kommen wir leider rein, hat er gesagt, die dann raufen. Und wir gehen über zwei Partien aus, vom Nachbarhaus da. Ne? Und da waren wir, kommen die Arbeiter schon da rein, ca. 20 Mal. Und da haben sie reingeworfen mit den Steinen und haben ihn getroffen. Da bin ich verletzt worden. Mit einem Stein. Nicht? Dann haben wir ins Spital geführt. Nicht? So war dann alles, die ganze Sachen. Dann sind sie gleich und haben sie umgewalzend. Umgewalzend haben sie sie. Alle Autos aufgehalten, besoffen, niedergehauen. Hannersdorf Schweine, Hannersdorf Primitives, Klumpert, alles Mögliche haben sie gesagt. Da vorne ist der Autobus gestanden. Und wenn die Rapidler zugelaufen sind, ist der Autobus immer nachgefahren. Ja, ist wieder ein Stück weitergefahren. Immer weitergefahren. Na, die sind dann wahrscheinlich hat sie nichts machen. Da hat einfach Verstärkung gewartet. Bis der gekommen sind. Da sind sie auch nachgerannt und unten mit den Ketten und mit den Steinen, alles was gehabt haben, unten fast das Tor eintreten. Und dann sein Bullsjäger, der hat dann die Flinten geholt, hat einmal durchgelaufen und dann sind sie aber gerannt. Nun gilt es, Aufwiegler und Raudis von diesen jungen, noch unverdorbenen Menschen fernzuhalten. Meistens kommen dann eh die Unschuldigen zum Kuss. Ne? Das ist es. Und darum Kuss. Darum habe ich jetzt gesagt, jetzt ist Schluss. Weil ich will nicht dauernd eine zart werden, weil die komme ich dazu. Ja, wie geht sowas an? Geht das also durch, betrinken sich die Leute? Ja, es ist mir am Anfang so vor 3-4 Jahren mit Schlauchnerbummlerfahrten. Gut, da waren wir 10-15 Leute. Ne? Wenn du mit 10-15 Leuten wohin fährst, das kann man randalieren und denkst auch nicht dran, dass da im Linzer Stadion, wo 5000 Leute sind oder so, irgendwo anders, dass da irgendein Streit anfängst. Ja, und dann sind wir halt immer mehr geworden und so, na, und durch da die Masse. Da hat Streiche gemacht am ja, Anfang, ne? Ja, da na ja. Was? Na, was ist das, so ein Bund? Na, zum Beispiel Liebenau, ne? Ist ein Einstöd, da ist ein Würstler stand, da ist obligat, wenn wir dort sind, schauen wir, ob sein Besen noch tut. Das ist der Plan der Meinung. Jedes Jahr, den haben wir schon 7 Besen gemacht. Und in Innsbruck, was hat er gesagt? In Innsbruck haben wir ein Telefonhittel mit Eis Steinau gefüllt, ne? Mit Schnee. Ja, mit Schnee, toll, ja. Also das wird noch, sagen wir, ja, in die Gruppe der Streiche, ne? Ja. Also, wenn man so sehr, sehr weit ist. Solange es jemand akzeptiert und solange man eben irgendwie keine... Und wann hat das begonnen mit Schlagringen, mit Ketten und so echt kriminelle... Ja, jetzt hat die letzten paar Mal steht die Saison, weißt nicht. Ja, jetzt die Herbstsaison. Na, habt ihr nicht untereinander ein bisschen Angst vor diesen Leuten? Untereinander? Ja, nur wenn sie angesoffen ja. sind, sagen wir so. Ja, aber sie sind ja meist angesoffen. Das ist ja nicht so, dass das eine Einzelerscheinung ist, sondern immer wieder bei jedem Spiel das sieht man also randalierende und vor allem betrunkene Anhänger. Es ist so,
ich weiß jetzt nicht, wie es in Zukunft sein wird. Jetzt könnte es sein, dass ich Schwierigkeiten kriege, weil ich jetzt gesagt habe, eben zu dieser Randalier, jetzt ist Schluss mit mir, fahrt ihr nicht mehr mit, weil das ist ein Witz, was ich aufhört. Das ist ein gewisser Angstzustand. Bei mir sind es, weil ich nicht weiß, wie es reagiert oder was. Wir werden auf die wieder treffen, auf diese Gruppe, von der wir uns distanzieren. Und das sind eben die Orgen, wie weit die eben auf uns, auf die Urlichen und losgehen und sagen, hey, seicheln und so, so auf die Art. Aber ich meine, ich habe keine Angst vor denen. Ich meine, wenn mir von denen einer angeht, ich zeige ihm an oder irgendwas, mir ist das wurscht. Im Grunde fahren eh immer wieder dieselben Typen zu den Auswärtsspielen. Ne? Und dass man eben, ich weiß nicht, die Fans fotografiert oder so, eben, dass da 20, 30 Polizisten bei den Sektor stehen und entweder, wie gesagt, eben gleich außerfassen oder eben fotografieren oder so. Und eben bei den Stadioneingängen, halt, wenn man sie in Sicht oder wie so, Deutschland. So wie es Deutschland Fall. Üblich ist. Ne? In Deutschland rennen alle möglichen Fanfotos um und um und so. Die kommen sozusagen in keine Stadien mehr rein. Ja, die sind praktisch ausgeschlossen ja. davon. Ja.